Hallo, ich bin der Simon Leupert hier bei Glas und Keramik in Erlangen und wir beschäftigen uns mit Biomineralisation. Dabei schauen wir uns zum Beispiel Muscheln an, auch sehr schöne andere Arten von Kristallisationsprozessen in der Natur. Wir schauen uns eben an, wie wir diese Art von Muscheln, also diesen Aufbau dann eben nachzubilden. Ich bin die Sarah Hase, ich arbeite ebenfalls am Lehrstuhl für Glas und Keramik in Erlangen und ich würde jetzt einfach mal den Muschelaufbau vorstellen. Hier haben wir ein sehr schönes Ansichtsexemplar, das ist das Seeohr und den typischen Muschelaufbau können wir jetzt hier anhand des Buches erkennen. Wir haben zuerst oben eine organische Schicht, das ist hier die äußere Seite der Muschel, dann folgt bereits eine keramische Schicht und die besondere Schicht, auch eine keramische Schicht, ist das Permut, wie man hier sehr schön erkennen kann. Das Permut ist eine hierarchische Struktur. Das bedeutet, wir haben eine Ziegel- und Mörtelstruktur. Nun kann man sich das Ganze sehr schön vorstellen, da wir die Keramik als Ziegel haben und die organische Zwischenschicht ist dabei eben der Mörtel. Okay, also das sind weiß ja die gleichen Materialien, aber bei der Muschel ist eben 2% Organik dabei. Dadurch ist sie deutlich fester und man kann mit der Muschel ohne Probleme den Kristall kaputt machen und die Muschel bekommt dabei keinen Schaden. Jetzt ernsthaft. Diese Festigkeit möchten wir uns dann eben auch zunutze machen. Man könnte sie zum Beispiel dann anwenden bei künstlichen Gelenken, wie man sie hier bei diesem Skelett ganz gut sehen kann. Und es ist da zum Vorteil einerseits, dass in unserer Beschichtung eben schon Organik eingebettet ist, wodurch das Anwachsen dann eben gefördert wird. Andererseits wollen wir natürlich klimaneutraler arbeiten, was wir mit unseren Schichten tatsächlich auch schon tun, da wir die bei 20 Grad Celsius herstellen. Und industrielle Keramiken oder allgemein Keramiken werden normalerweise bei 1300 Grad Celsius hergestellt. Und das ist natürlich nicht so klimaneutral, wenn da so heiß gearbeitet wird. Was wir natürlich auch erreichen möchten, kann man sehr schön an dieser Tasse erkennen, die nämlich leider kaputt ist. Wir möchten eben Keramiken herstellen, die wesentlich stabiler sind, eine höhere Festigkeit haben, damit sie eben nicht mehr so schnell kaputt gehen. Genau. Dann wollen wir uns das Ganze doch einfach mal im Labor anschauen. Also jetzt sind wir hier im Labor und hier mit dem Spincoater bringen wir eben dann diese ersten organischen Schichten auf denen wir dann Keramik aufwachsen lassen. Das Grundprinzip ist relativ einfach. Man bringt eine Platte eben auf und durch die Rotation verteilt sich eben die Lösung auf dem Substrat, auf der kleinen dünnen Platte. Um jetzt das Muschelwachstum nachzuahmen, nehmen wir jetzt hier unseren beschichteten Wafer und zu dem Wafer bringen wir jetzt eine Kalziumlösung, die dann später zu Calciumcarbonat reagieren soll. Dafür brauchen wir natürlich noch Carbonat und dafür haben wir dann eben ein Carbonatpulver, das dann eben unter anderem zu CO2 zerfällt. Diese beiden Teile geben wir dann zusammen in einen sogenannten Exsiccator, also dieses Glasgefäß, und verschließen dann diesen, damit die Reaktion in Ruhe stattfinden kann und es dann zu einem sogenannten biomimetischen Wachstum kommt. Um das Ganze natürlich interessanter für die Industrie zu gestalten und anwendbar zu machen, müssen wir natürlich noch mehrere Schichten auftragen. Und außerdem, wenn wir uns nochmal die Muschelschale betrachten, ist diese natürlich wesentlich dicker und unsere Schichten sind bisher recht dünn. Das heißt, wir wollen eben auch dickere Schichten aufwachsen lassen und außerdem müssen unsere Schichten auch noch ein bisschen schneller wachsen können. Das heißt, da optimieren wir den Prozess ebenfalls.